Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Techtopia. Und heute wird es sehr geistlich und sehr kirchlich, denn wir bauen eine Kirche. Kevin ist schon dabei. Ich habe in der letzten Folge Stein geholt. Seid gesegnet, ihr lieben Zuschauer, seid gesegnet. Stein geholt auf Doom. Ich hatte irgendwie angefangen, Kevin hat weitergebaut, ich war unten drin und wir haben geguckt, dass wir irgendwie uns einig werden. Eigentlich hätten wir doch auch hier gar nicht mal den geschmolzenen Cleanstone nehmen müssen, sondern einfach den gechiselten Cobblestone. Das macht nicht so einen großen Unterschied, oder? Ich finde, es sieht schon unten ein bisschen schmuddeliger aus. Ja, okay. Unten sieht es ein bisschen. Die Kirche muss ja ein bisschen neu ausschauen, oder nicht? Ja, oder sagen wir mal gepflegter. Warte mal ganz kurz, ist das so? Ist das so? Ist das so? Nee, warte. Ups, was habe ich hier denn gemacht? Baut. Nee, warte mal, das hatte ich ja gemeint, dass du die vordere Seite, die Front, einen Block nach vorne setzt und hinten einen Block zurück, weil das ist hier nicht ganz aufgegangen. Weil schau mal, hier ist ja immer drei Blöcke für Fenster und dann links und rechts noch ein Block frei. Drei Block fürs Fenster, aber hier vorne fehlt noch ein Block sozusagen. Aber wir können es trotzdem so... Ach so, ja, aber ich fand es eigentlich gar nicht so unpassend, wenn man jetzt da so ein Slab hier oben drauf setzt, dann stützt es das, weil hinten an der anderen Ecke ist es genauso. Nee, ich meine nur, dann haben wir hier vorne nur so ein ganz, da ist das Fenster direkt an der Wand, währenddessen wir hier nochmal ein Stückchen Mauer sozusagen haben. Das ist, ich glaube, halt, das ist aber okay. Dann sieht die Front wenigstens ein bisschen anders aus als die Mauer. Oder findest okay, du das schön? Also wir können das jetzt mal durchbauen und für meinen Begriff wird es schief aussehen, aber lass mal loslegen, pass auf. Sehen wir gleich. Ups, falsch gebaut. Sehen wir gleich. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss noch mehr Farm gehen, ne? Also ich habe Stein oben reingelegt, habe noch 36 Cobblestone übrig, aber der Rest brennt oben noch durch. Ja, dann mache ich erstmal kurz oben einmal drei rum. Aber das kostet doch mehr Stein, als man denkt. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz in die Höhle rein. Yep. Genau. Hast das du? Achso, wollen wir uns jetzt einen Amboss machen oder nicht? Wegen Sachen reparieren, meinst du? Ja, hast du denn... Warte, wir haben noch einen Amboss. Ja. Dann gib mir doch dein Ding und ich mache meine 17 Level drauf. Hier ist die Fortune zum Reparieren, meinst du? Genau. Achso, aber, und die mit Luck würde ich auch nehmen, dann kann ich... Sigtouch meinst du, Sigtouch, genau. Ja, dann gebe ich dir schon mal mein Zeug. Schau mal von dir drauf. Findest du nicht, dass das vordere Fenster nicht richtig platziert ist, sondern zu weit links? Ich finde, das sieht gut aus. Also, weil wenn man jetzt hier zum Beispiel... Ich mache mal das Erz dahin. Wenn man jetzt hier... keine Ahnung, eine Treppe macht oder vielleicht noch einen Block, dann eine Treppe ja. Und vielleicht so ein paar Cobblestone-Mauern, dann sieht das so aus, als würde es das stützen. Und das, finde ich, passt ja auch irgendwie an der Seite. Und da, das sieht jetzt nur ein bisschen schief aus, weil es hier... Hier ist ein Block mehr, also hier ist ein Block mehr sozusagen. Ja, das weiß ich, aber das wird ja überall hier sein. Hier werden drei sein, hier werden drei sein. Das Einzige, ja, genau. Wo ich glaube, dass das Problem ist, guck mal, hier hast du zwei Fenster breit, dann hier zwei Fenster breit, das heißt, der Turm muss hier gehen. Der Turm muss hier seine Mauer haben, aber der Turm ist nicht in der Mitte des Gebäudes, sondern es müsste eigentlich noch weiter nach hinten gehen, weißt du? Naja gut, wir können das ja auch oben ein bisschen zusammenfließen lassen und den Turm einfach nur hier so breit machen. 1, 2, 3. Also im Endeffekt fragt es mir das. Ich glaube, es gibt so viele Kirchen, die mittlerweile singen. Es gab, glaube ich, schon Kriege wegen Kirchen. Ich glaube, es ist egal. Okay. Wie du es bauen möchtest, bau gerne, bau um. Ich wollte nur mit der Form ein bisschen helfen. Ja, es ging halt um... Ich glaube, die Zuschauer wird es triggern, ne? Dass dieser eine Block hier fehlt. Ja, gut, dann... Sie wird es triggern, ich garantiere es dir. Ja, dann... Ach, scheiße, jetzt bin ich doof. Jetzt bin ich die Mine runtergegangen, anstatt zu reparieren. So, bitte Zuschauer in die Kommentare. Ich hoffe mal, es wird eine Lösung sein, wenn ich das noch einen Block nach vorne versetze hier und das andere Ding dafür einen Block nach hinten. Meinst du, deine Zuschauer sind so empfindlich? Ja, ich krieg so einiges mit. Okay. Ich muss mal ganz symmetrisch bauen. Aber das geht doch nicht. Ich finde es eigentlich so, ich glaube, das kommt später mit dem Detail, hätte das gar nicht so schlimm ausgesehen. Oh mein Gott, Spark, was mir gerade auffällt. Ja. Kannst du kurz einen Cut setzen? Ja. Okay, Kev ist wieder da. Entschuldigung, war eine ganz kurze Unterbrechung.
Dann würde ich sagen, nee, warte. Eins nach vorne noch wieder. Ich habe Steinemangel. Oh mein Gott, ich habe direkt Diamanten gefunden hier. Ja, bau die mit Silktouch ab. Ich habe auch noch mal 4 Erze da oben irgendwie reingesteckt. Wollen wir die zu dir, wollen wir die zu Villager-Erzen machen oder wollen wir die lieber mit Glück abbauen? Mit Glück kriegen wir mehr raus, können wir uns eigene Werkzeuge mal vernünftige machen. Die laufen die ganze Zeit auf Eisen. Also, ich bin mit Eisen zufrieden, Eisenwerkzeugen, okay. Ehrlich gesagt. Lieber ein bisschen verkaufen. Wir haben noch, also wenn ich bedenke, wie teuer die Projekte sind, wir wollen ja wirklich noch einen Rancher dazu holen, dann noch einen Miner, vielleicht noch ein paar Holzfäller. Das sind so teure und es wird ja immer teurer, was wir uns holen. Deswegen wäre es vielleicht echt besser, wenn wir auf Eisen bleiben. Zumindest wir beide, weißt du? Ja, nee, gut, können wir machen, weil unten der Mine beim Buddel und ständig sind die Sachen kaputt gegangen. Ständig kaputt. So. Oh, ich farme dir hier dein... Ey, ich finde hier eine Höhle nach der anderen hier gerade, ne? Nee, jupp. Das war irgendwie alles voll. Ich hätte gerne einen Flugmodus zum Bauen. Ich leide. Du Armer. Flugmodus. Irgend so ein Angel Wing oder sowas. Ah, das war echt gut. Aber es ist ja nicht so richtig Tektopia-Style, ne? Richtig. So, dann Fassade. Sollten wir hinkriegen. Ach so, was du noch checken müsstest, das habe ich in der letzten Folge gar nicht gemacht, falls ihr die verpasst habt. Da habe ich zwar den Cleric besorgt, aber ich weiß weder, was der macht, noch wieder aktiv wird. Also ich vermute mal, der tritt halt nur in Action, wenn auch wirklich der Guard gerade Schaden bekommen hat. Das heißt, wir müssen dem mal ein paar Mobs in die Stadt locken. Aber jeder kann doch den Blast-Modus bekommen. Jeder hat den Status weg Blast, das siehst du ja im Buch. Und möglicherweise, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was für Aktionen der macht in seinem Beruf. Vielleicht heißt das ja, dass er geheilt wurde, dass er eine Heilung durchgeführt hat oder so. Oder geheilt wurde von dem Geistlichen, dann ist er Blast oder sowas. Weiß ich nicht. Mal gucken. Soll ich mal in die Wiki gucken? Mhm. Kannst du nebenbei machen. Nee, es gibt zwei. Einmal Bless und einmal Healing. Das sind zwei unterschiedliche. Okay. Mit Bless, vielleicht wird er dann durch stärker oder so. Also der Krieger oder der Guard, den er dann bläst. Oh, wow. Okay, das ist heftig. Der Cleric, wenn der Level 10 hat, sag ich mal, und der geht zu einem Farmer Level 20, dann wird der Farmer für, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, x Minuten, ne, wird er dann um die Level des Clerics erhöht. Okay, der gibt denen einen Boost also. Und das ist dann das Gebläste. Okay. Damit kann man leben. Das wäre genial. Das heißt, ich weiß nicht, was er dafür braucht, aber wenn der so ein bisschen in der Stadt rumläuft und die Leute segnet, das nimmt man gerne mit, oder? Ja. Lässt sich einrichten. So, wieder out of stones, meine Freunde. Du bist komplett out of stones, oder was? Ja, ich brauche Clean. Also hier zum Lagern, hole oben die Clean Stones. Okay, dann gehe ich, glaube ich, gleich zurück und... Okay, ich sehe gerade, die Fortune Pickaxe ist auch fast kaputt. Dann gehe ich kurz zurück und baue nochmal mit Silk Touch auch ein bisschen Kohle ab, weil... Ja, der rennt gerade übelst rum, der Geistliche, der rennt hier übelst rum, super Speed. Oh mein Gott, hinten greift ein Zombie oder so an, der rennt hier übelst. Hä? Nein? Hallo? Jetzt tut er so, als wenn nichts gewesen wäre. Die sind gerade gerannt. Er verarscht dich. Der ist gerade richtig gerannt, also richtig so gesprintet, wie er so einen 100-Meter-Run macht. Warte mal kurz, da hinten. Ein Zombie, der hat gerade, ein Guard, der hat gerade den Blast-Effekt, glaube ich, der hat einen Blast-Effekt, der ist geboostet.
Der hat ja, guck mal, der ist ja, und welches Level ist der Cleric? Der wird ja, guck mal, der bläst die Leute, wird dabei immer heftiger und das heißt, der gibt einen immer heftigeren Segen. Ja, der geht ja übelst ab, wie der hier durchrast gerade. Naja. Das ist doch super. Uff, so, ich brauche aber neue Steine aus dem Ding hier oben. Und ich hoffe mal, dass wir das komplette Grundgerüst von der Kirche heute fertig kriegen. So, ich komme mal kurz mit Steinen zurück. Ich habe wieder zwei Stacks Stein. Der Bade ist auch geboostet. Oh, der Bade ist jetzt Level 43 mit dem Boost. Alter, steht das da richtig? Ja, die Zahl ist ein Grün, da ist dann eine 43 dran. Okay, ich tue mal kurz alle Erze, die wir hier haben, in den Schacht hinein, dass die mal alles abbauen. Yep. Ah, ich sehe schon, du hast die hier mittig voll gemacht, den Schacht, ne? Yep. So viel wie die freigebuddelt haben, habe ich einmal voll gemacht mit Steinen. So, werte Leute, ich hoffe mal, dass das dann besser passt von der Symmetry. Ja, okay, ey, der Schacht ist bei dir noch komplett voll. Ich habe immer noch fast einen Stack Kohle und Dings da, oh. Redstone, aber wir fahren ja auch nicht alle Tage, ne? Dann komme ich mal kurz zu dir. Jetzt musste ich mal, ich glaube, ich müsste mir deine Level vielleicht ausborgen, Spark. Ich habe genau 30 Level gerade. Weil ich denke, wir sollen, also die Luck Pickaxe, ich weiß nicht, wie viel es kostet zu reparieren. Also reparieren würde ich mit Level 30 eigentlich nicht, sondern würde ich mal eine neue enchanten, ne? Weil dann hast du halt eine Chance, wieder Fortune zu kriegen, sogar Fortune 3. Wir haben ja nur Luck 2 drauf. Achso, dann enchante gerne. Dann ja, versuch einmal. Dann lieber eine neue. Weil eine Iron Pickaxe haben wir sogar noch da. Jo. Die ist hier im Lager an der Seite. Die habe ich dir mal rausgenommen. Nehme ich auch mal kurz das andere Eisen raus. So. Ja. Alter, wir haben so viel. Wir haben einfach so viel von allem. Okay, sind noch die Diamanten, dies, das. Das ist heftig. So. Dann in den Ecken habe ich auch mal was von den Steinen ausgetauscht, weil die sieht man ja nicht. Und dann müssen wir nicht die teuren Cleans zu uns nehmen, oder? Wenn man die sowieso nicht sieht von außen oder innen. Es wird jetzt auch gerade schon wieder schön hell. Ich glaube, wir hatten nämlich den Amboss. Hatten wir den nicht beim Schmied? Ja, genau, der hat doch den Amboss. Okay, wenn ich jetzt die Fortune 2... Oder versuch mal zu verzaubern. Dann, wenn du Fortune 3 kriegst, brauche ich ja Fortune 2 nicht reparieren. Richtig. Dann halt on. Und wenn du Fortune 2 kriegst, kann man die wieder zusammen craften. Das ist super. Haben wir noch Lapis irgendwo rumliegen? Ja, haben wir. Wie viel brauchst du? 3, ne? 3. Wenn du die mitbringst, kann ich das gleich vor Ort machen. Aber ich brauche auch noch eine Spitzhacke. Ich habe auch kein Eisen. Ich habe gerade nichts. Ich habe dir alles mitgebracht. Okay, dann komme ich mal rüber zur Bibliothek. So, hier, stopp. So. So. Yep. Etwas Glück gibt's Fortune 3 und dann können wir uns das sparen. Ja. Wenn nicht, machen wir sie, benutzen wir sie sowieso. Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. Da. Nee. Glück 3 drauf. Und sogar noch Unbreaking. Was? Und Efficiency. Was? Und das ist sogar noch immer noch eine grüne. Okay, aber die behalte ich. Läuft ein Kind rum, was gerade gebläst ist? Bringt doch nichts. Das kann doch noch gar nichts. Ein Kind, das spielt. Er hat 1. Überall 1 drin. Okay, ich will wissen, ich will mal sehen, wo der ist. Der läuft hier überall. Das Kind ist erwachsen geworden. Okay, alles klar. Darf ich dich zum Miner promoten? Ah, du hast den Miner schon da, ja klar. Gönn ihn. Miner. So, wir wollen. Level 20 direkt, Alter. Gut, direkt Level 20? Der hat doch gar keine Vorkenntnisse gehabt. Level 20, aber weil die ein Kind ist. Weil ein Kind aus unserem Dorf war. Voll gut. Okay, so, dann kann ich hinten nochmal das Mining Frame mitnehmen. Boah, alle stürmen aus der Taverne raus. Das ist voll cool morgens. So. Wo ist aber. Dann gebe ich dir gleich mal Arbeit. Ich tue das gleich mal in die Mine und dann gebe ich dir Arbeit. Und dann habe ich oben das einmal angepasst. Ich habe jeweils die Front und die Hinterseite einen Block nach hinten verschoben, sodass die Fenster wirklich symmetrisch sitzen. Ja, das ist sehr cool. Haben wir eigentlich noch, wo sind denn die anderen, die alten Mining? Die
Ja, die alten. Die anderen, ja, die Mining Shaft. Sind die noch im alten oder haben wir hier oben einen? Weil wir haben unten ja nur zwei, aber jetzt haben wir ja drei Miner. Ja, nee, klar. Ich habe den dritten habe ich gerade von aus dem alten geholt. Der hing oben am Eingang. Ach, den hast du mitgenommen? Achso, ja, dann war ich zu langsam gerade. Und der dritte hängt jetzt auch hier unten. Läuft jetzt alles. Hab ich alles. Okay, dann nehme ich mal ganz kurz ein bisschen Erz mit von allem. Wir haben noch so viel Erz, ne? Ja. Der Wahnsinn. Die streiten sich gerade um denselben Mineshaft. Wo sie buddeln. Toll. Das kann jeder einen einzeln nehmen, Leute. Jetzt gehen sie zum anderen Mineshaft und kloppen sie um den anderen. Nee, einer von euch kann den, der andere den. Wie wär's denn damit? Jetzt ärgern sie sich. Unfatzbar hier. Jo, die wollen immer alles. Whatever. Sind nicht die hellsten. Da sind drei Minenschächte und die rennen alle zu einem und dann stören sie sich und rennen sie zum nächsten. Das ist in einer Truppe. Ich will dahin, nein, ich will dahin, kloppen sie sich. Wo ist denn? Oh, oh mein Gott, wir haben zwei Nomaden-Spark. Eigentlich müssen wir zuschlagen. Ja, drei Nomaden hängen hier. Schön, ich habe gerade alles verbraucht. Ich habe kein Icon mehr, um irgendwas zu kaufen. Aber wir haben Händler hier, der bestimmt was nimmt. Guck mal nach. Der nimmt Eisenhose. Eisenschwerter haben wir. Und er nimmt Sprucewood, wir können mega viel verkaufen. Ja, dann verkauft die ruhig. Let's go. Da haben wir ein grünes Schwert. Eisenhose nicht mehr. So, dann. Da haben wir Redstone, okay, nice. Redstone da geholt. Wir haben wieder einen Stack Redstone. Zwei Stacks Eier. Tue ich mal weg. Er nimmt Spruce Wood. Leider haben wir nicht mehr genug von anderen Sachen. Aber guck mal, wir haben noch 20 Emeralds hier, Spark. Ja. Dann musst du gleich mal ein bisschen tauschen. Welchen Beruf soll ich mir davon holen für die 20 Emeralds? Brauchen wir nicht noch einen Rancher und vielleicht noch einen vierten Miner? Ich weiß nicht, haben wir sogar also noch einen Koch? Rancher haben wir jetzt drei. Ne? Willst du noch einen vierten Rancher holen? Ja, du meinst doch vier verschiedene Tiere, vier Rancher, oder? Achso, ja. Zumindest einen erstmal noch. Wir können ja mal gucken, wie es denn ausreicht. Ob es zu wenig oder zu viel ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ne? Okay, stimmt. Oh, guck mal, hier konnte weitere 16 Emeralds ertauschen. Von dem Zeug, das wir einfach nur da hatten. Wir haben nichts gesagt. Ja, ist doch gut. So das ist mega. Gehen. Das heißt, wir haben jetzt hier 36 Emeralds übrig. Das ist der Wahnsinn. Aber nur eine Sache mag ich nicht, der tut die ganzen Werkzeuge hier in diese eine Kiste. Ich nehme die mal weg. Sieh mal in eine andere Kiste rein. Ich brauche Steine. Das reicht nicht. Reicht doch mal alles nie hier. Ah, guck mal, guckt Chicken leider immer noch nicht die richtige Farbe. Obwohl alle Chickens eigentlich die Farbe sind, weißt du? Das ist mies. Ich glaube, wir brauchen unbedingt einen Koch. Guck mal, wir haben so viel Weizen, kein gebackenes Brot, aber wir haben gebackene Kartoffeln da. Interessant, was wir alles da haben, auf jeden Fall. Puh, wir haben so viel. Okay, dann gehe ich mal in die Höhle und farme weiter. Dann mach du gerne neue Berufe fertig, Spark, ich gehe wieder in die Höhle. Ja gut, wie gesagt, was heißt neue Berufe? Wir wissen, welche jetzt genau. Achso, meinst du vielleicht einen weiteren Koch? Weiteren Koch, okay. Oder meinst du, das ist unnötig? Dann können wir auch sparen, also. Ja, I don't know. Ich kann es nicht einschätzen. Aber wir müssen es ausnutzen. Wir haben gerade drei Nomaden. Fuck. Wenn nicht jetzt, wann dann? Zunächst mal, wie viel kostet denn der Koch? Wir haben nicht drei Nomaden, wir haben fünf Nomaden, ne? Ja, siehst du, deswegen, jetzt muss geklotzt werden. Teacher, Farmer, Druide. Jetzt muss was 16 passieren. 16 Emeralds für den Chef. Dann eben noch einen Koch. Und noch irgendwas. Wir haben ja alles da. Wir haben ja auch. 36 habe ich. Dann gehe ich mal kurz durchs Menü durch und dann. Ja, klar. Du kannst ja kurz im Buch gucken, was wir dann da so haben. Dass man so einen kleinen Überblick sieht. Ah, jetzt bin ich wieder am Architekten.
Kuchen. 16 Emeralds, ja damit. So, einen weiteren Chef haben wir. Tja. Holzfäller Ranger. Wie wär's mit einem... Ich weiß nicht, wie schnell ist denn der Butcher? Stapeln sich die rohen Items oder ist der Butcher... Weil ich habe nicht gesehen, dass die irgendwie arbeiten in letzter Zeit, ne? Ja, deswegen dachte ich, wir brauchen halt einfach Farmer. Rancher meinst du? Weil sich's halt eben nicht stapelt, weißt du? Also Rancher, nicht Farmer. Ja, Rancher. Ja, dann nehme ich noch einen Rancher mit, so. Und ich habe immer noch 11 übrig. Das heißt, theoretisch könnte man sogar noch was machen. Oder wir sparen jetzt wirklich auf die Schule, ich weiß nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich würde einen Ranger jetzt noch nehmen und einen Chef kommen. Ja, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Rennen so viele Nomaden rum. Der ist sogar Ranger. Der Lehrer ist ja schon auf 20. Der Dude. Der eine hat nichts. Nee, doch. Mann, die laufen so durcheinander. Bleib mal stehen hier. Der hat echt nichts. War ich doch im richtigen. Der wäre Farmer. Der hier oben war, dass der Ranger wird. So, der ist jetzt Ranger. Nice. Und Alter, das Dorf wächst so heftig. Guck mal, wie viel wir jetzt haben. Wahnsinn. Gar kein Attribut, aber. Low, wieder Diamanten gefunden. Zack, jetzt haben wir einen Koch und eine Köchin. Oh, geil, Spark. Und nochmal Diamanten. 6 Einmal Stück. Mit Sigtouch mitnehmen. Alles klar, nehme ich alles mit. Ich bin sowieso hier nebenbei am Füttern. Wir könnten auch noch einen Minenarbeiter vertragen. Also, wenn du noch einen Bock hast zu holen, dann... Brauchen wir einen neuen Mineshaft, den können wir uns noch nicht leisten. Ne? Okay, dann vielleicht einen Mineshaft holen. Oder hatten wir nicht 4 unten? Ne, wir hatten 3, ne? Wir hatten 3, genau. 3 Miner und 3 Mineshafts haben wir. Achso, ja, das ist die Frage, ob sich das lohnt, ne? Weil wir haben ja... Ich habe aus Versehen den Architekten gehauen. Und dabei ist auch meine Spitzhacke, glaube ich, kaputt gegangen. Ja, Mineshaft kostet 7 Emeralds, kann ich holen, habe ich noch 4 Emeralds übrig. Und Miner kostet auch nochmal 7 oder so. Also ich nehme mal das Frame mit runter, hänge es unten dran, so ist immer ein Mineshaft frei und da kann der Druide reinwerkeln oder so. Genau. Hey, ich bin ja so viel am Holen, ne? Also die kriegen so viel Erze. Das ist eine richtig gute Taktik, weil wir so ein bisschen am Steinfarm sind. Selber so einen Strip-Mine-Gang zu machen. Guck mal, da sind Diamanten-Reds und ich habe alles von dem, was du auch noch hattest, mitgenommen. Das ist so viel, das können sie niemals alles abbauen in einer schnellen Zeit. Und dann können wir es alles richtig nice verkaufen. Meistens, wenn die so 1, 2, 3 Erz abgebaut haben, dann rennen die auch wieder zurück, weil sie sich freuen, hey, ich habe coole Sachen, dann gehen sie und tun sie ins Lager. Ja, guck mal, wir haben ja wirklich aber auch davor folgenlang nicht gefarmt. Wenn wir jetzt mal farmen, ist das doch geil. Da komme ich gerade mal runter. Und wir können noch einen 4. Minenschacht machen. Guck mal, die sind alle so proppenvoll. Ich gucke immer alle paar Sekunden, ob da irgendwas abgebaut ist und macht einfach wieder voll. Und zwar, Alter, hier kommt immer mehr. Eisen, Redstone. Ich glaube, die leveln ja auch mega gut dadurch. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut, versuch doch mal aus der Dorfgrenze rauszubuddeln, weil hier können die Miner ja selbst dann lang graben noch. Da können wir denen die Schächte machen. Genau. Also ich habe es gerade nur geguckt, hier in die Richtung würde ich die ohnehin nicht graben lassen. Ja, das ist halt noch innerhalb jetzt des Dorfes jetzt. Ich habe immer so ein bisschen nach außerhalb des Dorfes, also so nach hinten gegraben. Also weil da werden geguckt, die niemals hinkommen. Wenn die Lava sehen sind, aber ja, hast recht. Ja. Ah, ich wollte, okay, nicht stimmt, du bist ja drin, ne? Dann brauche ich ja nicht rausgraben. So, also unten sind jetzt 4 Item Frames. Mit Dings. Ich habe noch 4 Emeralds übrig. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Alter. Hier ist es heftig gerade. Das ist echt schon, das ist geil zu sehen, dass die das dann später auch alles abbauen und richtig vom profitieren. Vor allem, die sind richtig happy, wenn die das einsammeln. Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen schneller vorankomme mit dem Ding hier, mit der Kirche, aber der hält sich in Grenzen.
auch noch zu. Ähnlich wie vorne. Ich mache jetzt mal so einen richtig langen Schacht und sehe einfach zu, dass ich den jetzt auch voll mache mit allem Zeug, dass wir endlich mal alles weg haben von uns. Das wird ewig dauern, bis die diese Schächte durch haben, bis zu dem Punkt, wo wir keine Erze mehr drin sind. Das ist der Wahnsinn. Ja, denke ich auch, das dauert erstmal. So, die Ecken wieder den billigen Cobblestone, die sieht man ja nicht. Es ist einfach auch zu viel Redstone, muss man an der Stelle sagen. Okay, jetzt sind 4 Schächte komplett prall gefüllt. Wenn da jetzt nichts bei rumkommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, Redstone, Eisen, sowas halt auf jeden Fall, aber... Ja, Redstone, Eisen, Kohle, dass sie alles haben. Diamanten sind super schön hier. Alle da. Cool. Ey, ganz ehrlich, wo ist auch 1000-fach effizienter geworden dadurch, dass wir diesen Schubsmechanismus haben. Jupp, na gut, also spart halt ein bisschen Zeit. Vom Rein- und Runterlaufen. Wenn es noch einen Lift gibt zum Raushauen, dann wäre es auch nochmal geil. Das wäre geil. Ach guck mal, hier ist so ein halb abgebauter Baum, den baue ich mal ganz ab. So, wenn jetzt gleich steht sogar schon das Grundgerüst, das wollte ich irgendwie noch fertig kriegen in der Folge. Sehr cool. Bin ich gespannt, was du da gezaubert hast. Ich habe echt das Gefühl, damals warst du nicht so der Schönbauer, aber irgendwann kam dann der Umschwung bei irgendeinem Projekt und ab dem hast du dir echt Mühe gegeben mit dem Baum. Kann ich gerade nicht einschätzen, wann das war. Ich habe mir früher auch nicht so viel Wert drauf gelegt, das stimmt schon. Aber irgendwann hatte ich es mir mal angewöhnt. Letztes Jahr Crafted Egg oder noch früher? Ich weiß nicht. Weiß es auch nicht. Noch ein Weilchen her. Ich glaube, seit Castle letztes Jahr. Ja, Castle ist mir auch irgendwie so ein Begriff im Kopf. Das kann auch sein, ja. Ja gut, da hatten wir ebenfalls mittelalterliche Sachen gebaut und sowas. Die finde ich ja dann eher easy. Ich versuche so ein bisschen Abwechslung zu finden. Ich versuche, wenn ich Minecraft spiele, nicht immer alles auf Mittelalter zu machen, weil das macht irgendwie jeder. Und das ist so voll inflationär verbraucht. Deswegen versuche ich manchmal ein paar andere Sachen modern zu bauen. Andere Projekte wie Crafted Egg und sowas. Da hatte ich ja von Tony Stark die Villa gebaut das letzte Mal. Oh, geil. Also an der Klippe vorne. Vielleicht kennst du das Bild aus Iron Man. Na klar. Über 100 Blöcke breit. Im Durchmesser. Oh, das haben die Leute bestimmt gefeiert. So eine geile Idee. Ja, dann war ich nämlich Tony Stark. So. Also, Grundgerüst steht. Für alles Weitere brauchen wir noch ein bisschen mehr Steine. Wenn du magst, kannst du mal anschauen. Wir können schon mal Glas dann reintackern. Und ja, dann mal eine Decke dann reinziehen. Ich habe jetzt noch mal kurz den Baum abgeholzt, der mitten im Weg stand. Ja. Boah, sieht schon sehr mächtig aus. Sieht wirklich sehr mächtig aus. Richtig. Aber das passt gut. Also, es passt gut als Kirche da rein. Ich bin halt einmal komplett rundherum jetzt gegangen. Wir können jetzt von innen noch die Erde wegbauen und so rausgrasen. Und dann können wir da am Boden reinziehen. Würde ich aber geschisselte Cobblestones dann nehmen. Es ist so nervig, als umzuschmelzen. Oder Holz oder sowas. Ja, es ist so nervig, als umzuschmelzen. Oder Holz kannst du auch nehmen, wahrscheinlich im Boden. Aber in Kirchen denke ich immer so ein bisschen an Marmor oder so. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, guck mal, hier an der Seite müsste man noch. Ja, klar, kommt noch Erde, denn ich habe keine im Inventar gehabt. Aber so von innen ist es einigermaßen durchgezogen jetzt. Hättest du innerhalb von 3 Minuten machen können, wenn du fliegen könntest und Creative Mode genug Ressourcen hast. Das ist so deprimierend. Es ist so deprimierend. Naja. Gut. Aber dann mache ich einen kleinen Folgenschnitt, wie es weitergeht. Seht ihr in der nächsten Folge beim Kev und vielleicht wird es irgendwann noch Zeit für die Schule und vieles mehr. Und mal gucken, wie sich die Economy jetzt entwickelt, wo wir ein bisschen mehr Villager haben, ein bisschen mehr Berufe haben. Und ich hoffe mal, das Lager stockt sich ein bisschen hoch. Ciao, ciao. Bis demnächst. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.